Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados? That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. So, da sind wir auch schon wieder bei Resident Evil 4, Part 5. Und sollte Part 5 sein. Letzten Part wurden wir angegriffen, hier. Ich glaube von dem Kerl da. Das ist der Bürgermeister. Haben wir hier ein grünes Kraut? Oh, was ist das denn? Achso, das trifft sich gut. Zack. Gehen wir mal ein Stückchen zurück. Weil der Bürgermeister meinte, genau, wir sollen uns nicht mehr blicken lassen. Gehen wir nochmal zurück. Oh, Patch. Was kommt der denn hier? Oh Gott, Leon, mach was. Mach was. Irgend so ein seltsames Rotpunkt. Das hier. Wir sollen zurück, hat's gehießen. Machen wir das. Aber, soweit ich weiß, sagt einem das Spiel jetzt, leck mich. Oder? Nee, funktioniert sogar noch. Naja, wir wollen weiter. Also gehen wir weiter. Wir müssen ja schließlich die Präsidenten retten. Ach, Präsidentin Tochter retten. Pistole. Pistole. Verstehe ich nicht. Egal. Gleich kommt ein guter Bekannter, Leute. Er hat es schon oft genervt. Aber jemand da? Hallo. Tschüss. Muss ein Messer. Lässt nichts fallen. Egal. Weiter geht's. Action Kaboom. Eine Brandgranate. Und Money. Money, 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 Money. Nichts zum Nachladen, nichts zum Wegschmeißen. Aber kommen wir gleich nochmal her. Dann machen wir bestimmt Munition. Hallo. Unser Freund ist wieder da. Gott, das wird knapp. Was sie alle von mir wollen. Die entführen ein kleines Mädchen, ne? In der Roman, oder wie? Schlimm, schlimm, schlimm. Na. Hallo. Oh Gott. Gott, habe ich auch noch Schuss in der Dings? Ja, gut. Boah. Tschüss. Ja, jetzt ist er da, oder? Ne, der steht immer noch. Oh Gott, was ist das denn für eine? Nehmen wir lieber die. Das Blatt. Hier, yeah, zack. Jetzt dürfte er down sein. Nein, immer noch nicht. Wieso hältst du noch? Geht doch. Das gute alte Messer.
So, jetzt haben wir schon ein bisschen Munition weniger, ein bisschen mehr Platz. Rubin, sowas ist doch immer gut. So ein Rubin. Trägt doch jeder immer bei sich, ne? Immer. Haben wir jetzt genug Platz? Ja, das ist schon aufgehoben. Hier finden wir auch noch was. Oh, yum, yum, yum. Hier macht wohl einer Pfannkuchen. Vergessen zu wenden. Auch, stimmt. Vergessen zu wenden. Egal. Weiter geht's. Zack. Da ist schon einer. Hallo. Ach, komm mal her. Boah, Messer. Da kommt noch jemand. Hallo. Egal. Vielleicht hat man sie ja schon gesehen. Aber da hinten stehen noch welche. 4 Leute. Also, die haben ja ein ganz schönes Arsenal, wenn das ein Dorf sein soll. Das sind ganz schön viele Leute. Ach ja, das trifft sich auch gut. Zack. Dann die zwei zusammen, dann haben wir da auch wieder einen Platz frei. Ach, so geht das. Ist nachgeladet. Go, go. Bam. 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 Boah, dieser rote Laservisierung, wie die wackelt. Aber das wird sich nur ändern. So. Das sehen wir dann. Oh, der ist weg. Oh nein, 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 nein. Nichts können wir. Nichts können wir. Roundhouse. Double Roundhouse. Ja, gesagt. Schuss ins Knie. Wie im Fall. Nehmen wir gerne die 1300. Ich habe die Tür entriegelt. Gehen wir wieder. Wo ist der Pfeiler? Ich glaube, der steht nicht hier und nicht hier. Wo ist er hin? Weg. Naja. Oh ne, hier geht's wieder los. Das Dorf ist wieder voll. Da kommen sie schon. Wie die Wilde sind auf mich. Zack. Nein, nein. So denn immer so viele. Boah, wie viel Leben habe ich denn noch? Alter Schande. Oh Gott. Wo war das vorhin doch noch so viel? Oh Gott, das sind ganz viele. Habe ich eine Lösung? Schuss. Hammer. Lässt sich arrangieren. Ah, da wollte es mich schon mal packen. Sauerei. Zombies sind echt Sauerei. Wenn nicht befummeln sie ein. Egal. Ich schweife schon wieder ab von dem Thema, was noch nicht angefangen hat und da ich keins habe, keine Ahnung. Ja, weil warum? Ihr wisst wieso. Tschüss Alex. Mein Name ist Vetter. Geh mal wieder da hoch.
Normalerweise sollten ja die Kisten da sein, sollten ja voll sein, soweit ich das in Erinnerung habe. Ja. Boah, wie geht das ab hier, Alter, was der für ein Aim hat. So viel Call of Duty gespielt wahrscheinlich. Nein, 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 nein. Oh Gott, da ist das Ei weg. Ach komm, mehr Zeit. Sense schießt mich ab. Die Uhren läuten wieder. Hat ja nicht so viel Skill. Sein Kollege. Der wahrscheinlich Angry Birds gespielt. Das ist eine Schleichwerbung zu machen natürlich. Muss ja für die einen. Nein, egal. Na. Und so der neu gefundene Schlüssel ist für diese Tür. Lässt sich nicht öffnen. Irgendwelche Symbole. Wie der Schlüssel. Also. Das kann ja kein Zufall sein. Dass er genau da lag, wo wir herkommen und das Ganze überhaupt im kompletten Kreis gebaut ist. Diese komplette Wohnanlage möchte ich sie mal nennen. Mal schauen wir uns die Karte mal an. Von da sind wir gestartet. Da ist das Haus, wo der andere Penner sitzt. Ging's da lang. Da rein. Dann sind wir hier hoch. Da runter. Da festgenommen worden. Da war das, wo wir gefangen genommen wurden. Sind. Dann sind wir hier runtergeschleppt worden. Zu Frank Zander. Da hoch. Und jetzt sind wir wieder hier. Dann geht's hier lang. Da müssen wir noch lang. Dann geht's immer weiter, immer weiter. Ui. Ganz schönes Gebiet. Aber das sehen wir noch. Machen wir erstmal weiter. Hier oben die Öllampe abschießen. Das Feuer sieht schön aus. Nein, Quatsch, ihr habt es schon gesehen. Hier gibt es einen Spinell. Zack. Aha. Nochmal die Öllampe abschießen. Ist zwar nichts drin, aber da sitzt ein Schatz. Da sitzt ein Schatz. Ich glaube, den kann man sogar messern. Da geht das nicht. Egal, schieß mal ab. Da ist er weg. Wieder ein Kopfschuss. Noch ein Spinell. Und noch ein Spinell. Spinell, Spinell. Spinelli. So, schon mal wieder da ist. Hallo. Got something that might interest you. Was hast du denn Neues? Es sieht ja genau gleich aus. Deswegen kaufe ich jetzt nichts Neues. Schatz, Insel mehr, Schatzkarte brauchen wir nicht, Sturmgewehr, was hast du denn Neues? Schulterstütze, TMP, das hört sich interessant an. Die kommen weg fürs Erste. Ich weiß, später werden wir sie brauchen, dann haben wir sie nicht mehr, aber blöd gelaufen. Hühnerei, war schon weg. Thank you. Is that okay? Weg. Probieren weg. Taschen weg. Kopfbedeckung weg. Thank you. Biersteinmaske mit Kerbel. 111.000. What are you buying? Das muss ich mir erst mal nachmachen. Is that okay? Thank you. Steine. Oh ne, das war was anderes. Weiter geht's. Ab zum Friedhof. Den eigentlich kein Mensch braucht, weil der geht schon freiwillig auf den Friedhof. Na, umdrehen. Nicht dran vorbeirennen. Get your grenade. Nein, Quatsch. Ich werde jetzt nicht singen. Vielleicht summen, aber nicht singen. Ja, eine Besichtigung. Oh Gott. Tschüss. Tschüss. Auch sind die Harten Zombies. Da ist schon mal ein weiteres blaues Ding. Wie wir nicht vergessen dürfen und wie es uns der Händler auch gerade noch erklärt hat. 10 von den blauen Dingern ergeben eine Pistole. Eine geschenkte Pistole. Aber das sehen wir dann. Tschüss. Messer. Hinter mir. Zack. Quickscope. Boah.
Hab ich jetzt eigentlich gar nicht gehört. Ich hab nur gewartet. Weiter geht's. Alle abgeschlachtet. Pistolenmoni. Geld regiert die Welt. Ist eigentlich nicht so schön, dass man mit Geld alles, also wirklich alles machen kann. Vor allen Dingen Politiker bestechen. Oder Firmen bestechen, sagen wir es so. Das Polizisten, das ist ja das Schlimmste, was man bestechen kann. Korrupte Bullen. Also das finde ich geht gar nicht. Sondern für Gerechtigkeit sorgen und nicht dafür, dass der meiste, der Höchstbietende gewinnt. Das ist ja nicht bei eBay. Die sind ja nicht bei eBay, so. Was bist du denn hier? Auf. Tschüss. Seid ihr 10? Schreib doch nie. Du doch auch. Zack. So, ich würde sagen, hier vor der Kirche machen wir Stopp und sehen uns beim nächsten Part, oder? Ah ja, gut.